Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einer fertig gebauten Brücke mit fertig gebautem Geländer aus Gartenzaun, Holz, Teilsdingens. Ja, so sieht's aus. Habe ich das Offscreen schon mal fertig gebracht? Es hat auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Offscreen hier weitergebaut, zu Ende gebaut, bis ganz zu Ende. Der Satz ergibt keinen Sinn. Aber ja, ich habe das ganz zu Ende gebracht. Und Offscreen habe ich, das war noch ein ganz Stückchen, was ich hier noch machen musste. Offscreen hat das auch, ich glaube, fast 2 Stunden gedauert, bis ich das hier fertig gemacht habe. Also, das unterschätzt man sehr leicht, was so ein Geländer an Arbeit benötigt. Vor allem, weil ich immer wieder neues Holz holen musste. Und wenn das Geländerholz alle gegangen ist. Ja, jetzt haben wir es fertig gemacht. Jetzt kann man hier ohne Bedenken lang spazieren. Ohne Angst davor zu haben, runterzufallen. Ja, um den müssen wir uns auch nochmal kümmern. Jetzt nicht. Heute habe ich eine kleine andere Mission vor, um die wir uns kümmern werden. Eine Kleinigkeit. Kein großes Bauprojekt, was ich heute anfange. Eine Kleinigkeit, die ich mache. Da habe ich nämlich was entdeckt, was wir noch tun müssen. Woran wir uns jetzt machen können. Ja. Und da habe ich das mit dem Zaun mal übernommen offscreen, damit wir hier nicht wieder 4-5 Parts in den Zaun stecken müssen. Wie gesagt, es hat 2 Stunden gedauert, bis ich mit dem Zaun zu Ende war. Also fast. Waren glaube ich 1,40 oder so. Also knapp 1,40 so irgendwas. Also hätte schon mindestens noch 1-2 Parts gebraucht und ja, wir haben schon so lange an der Brücke gesessen, da habe ich mir einfach mal gesagt, nee, muss auch mal wieder was anderes dran kommen. Ist mal langsam genug. Beim Turm war das schon genug, also das waren schon, beim Turm war das schon zu viel, aber auch 5-6 Parts dran gesessen. Sind zu große Bauprojekte, die müssen eigentlich nicht, das muss nicht sein. Damit muss ich euch nicht die ganze Zeit belästigen. Ja, meine Herzen sind wieder ein bisschen runter. Da muss man ein bisschen was Nahrhaftes essen, damit ich da wieder ein paar Herzen bekomme. Sehr gut, hier haben wir ein Steak. Das letzte. Da muss man wieder ein paar Tiere töten. Ein bisschen Nahrung kriegen, ein bisschen Fleisch brennen. Ja, was mir nämlich aufgefallen ist, ist das hier. Wir haben hier in der Kiste Whetstone und Erze tatsächlich noch einen Eisenbarren. Gold haben wir noch, wofür wir das brauchen, weiß ich auch nicht. Whetstone haben wir genügend, also 64er Stack voll und dann noch ein 23er Stack. Ich weiß nicht, was man mit Whetstone anfangen kann. Ich bin mit Whetstone wirklich gar nicht, also ich habe da absolut keine Ahnung. Hier Netherstein, da werden wir auch bald mal reingehen. Wir haben jetzt die Brücke zum Netherportal gebaut. Da können wir auch in naher Zukunft mal rein. Ich hätte hier irgendwo Spitzhacken, ja genau, hier Steinspitzhacke und Eisenspitzhacke. Da
Das wird nicht lange reichen. Ich habe aber noch irgendwo auf der Brücke hatte ich noch was abgelegt. Da war was. Das hole ich mir jetzt mal gerade ab. Und dann geht's mal auf in The Cave. Dann gehen wir da mal runter in die Höhle und graben da mal ein bisschen nach Schätzen. In der Hoffnung, dass wir da mal ein paar Eisenschätze finden. Geht es heute wieder unter Tage, wo wir vielleicht ein, zwei Parts wieder dafür investieren. Nach Schätzen, nach unterirdischen Schätzen und so weiter zu graben. Hier habe ich noch eine kaputte Eisenspitzhacke, eine Steinspitzhacke. Ja, wird vielleicht ein bisschen reichen. Schauen wir mal nach. So, eine Werkbank sollten wir uns vielleicht mitnehmen. Wäre nicht falsch. Kann man unter der Erde gebrauchen. Und dann hätte ich gern noch. Habe ich noch genug Kohle mit dabei? Dann hätte ich gern noch ein paar Fackeln. Das ist eigentlich so das Wichtigste unter der Erde. Eine Werkbank, Spitzhacken und Fackeln. Alles andere bekommt man unter der Erde. Stein für den Ofen kriegen wir unter der Erde. Und Material für die Spitzhacken hoffentlich auch. So, Fackeln. Fackeln erschaffen. So, Kohle. Nicht mehr viel, da müssen wir auch Neues holen. Kriegen wir vielleicht unter Tage. Kriegen wir hoffentlich unter Tage ein paar Spitzhacken. 32 Fackeln, das muss erstmal reichen. Kohle können wir hier reinpacken. So. Mal die Steinspitzhacke zu der anderen packen. Den Zaun könnten wir eigentlich noch ablegen. Huha. Müssen wir nicht mit unter die Erde nehmen. So. Das ist eigentlich das Wesentliche. So. So, die Steinspitzhacke wollten wir zu der anderen reinlegen. Wo sind die hin? Ach so, dort ist sie gelandet. So, Stein zu Stein, Eisen zu Eisen. Machen wir erstmal die Steinspitzhacken kaputt. Ja. Ich überlege gerade, ob ich hier runtergehe. In The Cave. Und ob ich eher eine andere Höhle nehme. Ob ich woanders lang gehe. Weil die vielleicht ein bisschen ausgeschlachtet ist. Da war ich schon mehrfach runter. Mehrfach unten. Aber ich nehme sie jetzt mal. Ich versuche mich mal hier ran. Runter in The Cave. Schauen wir mal, was wir hier noch bekommen können. Unter Tage. In der Mine. In der Höhle. So, da sind wir gleich ganz, ganz unten angekommen. So, da wären wir. Da höre ich es schon plätschern. Und ich würde gleich mal sagen, ich grab mich hier einfach mal in diese Richtung. In Richtungen, wo wir uns noch nicht ausgetobt haben, wo wir noch nichts ausgeerntet haben. Oh, und da finde ich direkt was Nices. Sekunde, ach so, Fackeln. Wollte gerade sagen, ich habe doch Fackeln mitgenommen. Hier haben wir Fackel. Das sieht doch nice aus. Gleich der erste Fang hier unter der Erde. Eisenspitzhacke. Ein Smaragd, wenn ich richtig sehe. Smaragd. Alter. Das erste, was ich finde, keine Kohle, kein Eisen, sondern sofort ein Smaragd. So kann es doch weitergehen. Das ist doch ein hervorragendes Zeichen. Da ist die erste Steinspitzhacke kaputt. Ja, sind schon sehr kaputte, schon benutzte Spitzhacken. Hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Haben wir genug mit dabei?
Oh. So, hier mal. Da mal eine Fackel anbringen. Okay, ja, das war eher Mist. So können wir hier lang. Einmal links, einmal rechts, einmal geradeaus. Schauen wir mal, wo wir weiterkommen. Das war doch schon ein großes Omen, ein gutes Omen, dass wir hier schon den ersten Schatz gefunden haben. Oh, das sieht doch gut aus. Im Halbdunkeln sehe ich da was, was mir gefällt. Kohle. Sehr nice. Die Steinspitzhacke hält hoffentlich noch ein bisschen. Ansonsten nehmen wir die beiden Eisenspitzhacken. Machen uns bald neue Steinspitzhacken. So, jede Menge Kohle. Sehr nice. So, hier wird Kohle abgegraben. Kohle hier, Kohle da, Kohle dort. So. Hört hier gar nicht mehr auf mit Kohle. Das ist doch sehr gut. Können wir gebrauchen. So, und neue Levels, die man auch irgendwo für brauchen kann. Ja, was Redstone angeht, müsst ihr mir wirklich mal weiterhelfen. Da bin ich noch ziemlich dumm. Vielleicht, wenn einer von euch da Erfahrung hat oder da irgendwie. Oh, hier ist Kies. Kommen wir hier wieder ans Tageslicht oder was? Kies mit der Spitzhacke abbauen, bin ich blöd. Also falls jemand Redstone-Spezialist ist, kann mir gerne jemand Tipps in die Kommentare geben. Das kann ich sehr gebrauchen. Redstone habe ich zu Genüge. Können wir mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. Hingebastelt kriegen. Redstone ist ja so die Technik-Ersatzsache in Minecraft. Also wäre bestimmt mal cool, da was draus zu machen. Aber wie gesagt, also ich habe mal versucht, mir irgendwie was einzulesen, da irgendwie ein Minecraft-Wiki oder so ähnlich was anzuschauen, herauszufinden, ob es da irgendwelche Rezepte für gibt, aber ich bin da noch nicht wirklich fündig geworden. Oh! Ich habe eine Höhle. Da sind wir auf was gestoßen. Gold und Eisen. Hervorragend. Schätze unter Tage. So muss das doch. Sammel es ein. Ich hoffe, da fällt jetzt hier kein Monster über mich herein. Gut. Jo. 3 Gold haben wir dann jetzt schon dazu bekommen. Oh, 4 Gold. Da sehe ich noch mehr Gold. Ran ans Gold. Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. 2 Eisen erst. Das ist ja eher traurig. Aber Gold gibt es jetzt hier ein bisschen. Ich muss mir gleich eine Spitzhacke machen. Das geht hier langsam zur Neige. Ja, der Goldvorrat scheint ausgeschöpft zu sein, aber 6 Gold haben wir ja hier bekommen. 2 Eisen und schon jede Menge Kohle. 31. Nice. So muss ich mal hier mal die Werkbank hinstellen und spitzhackentechnisch haben wir kein Holz. Das ist ja so blöde. Das kriegt man unter Tage relativ selten, das Holz.
Man sieht, ich bin gut vorbereitet. Sollte ich mir vielleicht ein paar Sticks mitnehmen? Oh, Fledermaus. Bin ich in die Batcave eingedrungen? Ja, Freunde der Nacht, ich muss hier mal kurz zurückgehen. Ich habe mir ja die Spitzhacke, Quatsch. Ich habe mir die Ichomonster Zombies. Ich habe mir die Fackeln hier aufgestellt. Ich weiß, wo ich wieder lang muss. Eisen. Ich hole mir kurz mal eine Spitzhacke. Oder Holz für Spitzhacken. Das Eisen dürfte fast schon wieder reichen. Und wo geht's hoch? Hier geht's runter. Okay, das ist eine andere Cave. Hinauf. Wo war's? Hier war's. Da muss dann hier weiter. Hier habe ich mich durchgegraben. Hier einmal die Fackel hinstellen. Damit ich weiß, wo lang. Und da einmal hinauf. Stecker holen und dann sehen wir uns unten wieder. Ich mache mal kurz einen Schnitt. Nein. Ja, so viel zu dem Schnitt. Da musste ich gerade mal Holz besorgen gehen. Hatte ich gar keine Sticks mehr auf Lager. Hier habe ich alle Bäume abgeholzt. Uha! Skelette. Eine Hexe habe ich da auch vorhin gerade schon gesehen. Nicht mein Zeug, nicht mein Zeug. Ich habe schon Gold und Eisen und wertvolle Sachen. Nein, 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 nein. Das muss ja passieren. Ich war doch gerade am Lager. Da hätte ich es wegsperren müssen. Oh ja. Was machen die ganzen Zombies und Monster hier? Das klingt so, als würde man Zombies da rausnehmen. Nicht als Zombies, nicht als Monster bewerten. Sind's aber gerade. Ein bisschen Holz sammeln. Nur ein bisschen für Spitzhacken. Die Stiele. Reicht vielleicht ein Baum, ein Bäumchen. So, hier weg. Da weg. Der hat ordentlich Holz, dieser Baum. Der wird reichen. Ich bediene mich mal. Ja, heute ein bisschen über Tage und unter Tage. Ah, tief gefallen. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. Oh, ein riesiger Baum, sehe ich gerade. Haben wir den größten erwischt. Den hätte ich beim Brückenbau benötigt. Aber gut. Ein bisschen Holz parat zu haben, schadet nie. Können wir hier nebenbei noch ein bisschen was abbauen. Ja, hier gibt es auch eine Höhle in der Nähe. Aber ich war hier gerade schon auf eine Goldader gestoßen. Da will ich gleich zurück. Da will ich nicht von abhauen. Das war schon eine gute Idee, dort zu sein. So, zurück. Oh, ja. Sehen wir was im Boden. Ein Offscreen-Projekt, was ich euch eigentlich noch nicht zeigen will. Hat sich hier schon fast ein bisschen gezeigt. Komme ich demnächst dazu, das Offscreen-Projekt ist fast fertig. Ist bald präsentabel. Kann ich euch demnächst präsentieren. Creeper, was machen diese Monster hier im Dorf? Eine Hexe, ein Creeper, ein Skelett am Tag. Habe ich die Schwierigkeit hier hochgeputscht oder was ist hier passiert?
Muss doch irgendwie was dran gedreht haben an dem Regler. Ich habe das eigentlich auf normal gestellt, also auf einzeln. Auf Quatsch, auf einfach. Dass die Monster eigentlich nicht so viel vorkommen. Also nicht auf friedlich, aber auf einfach. Also dass die Monster keinen zu großen Mist bauen. So, nicht zu viele Monster rumwühlen. Hier mal ein bisschen das Schätzchen verstauen. 13 Smaragde, da haben wir auch schon, was wir damit anfangen können. Da fragst du hier den Falschen. Der sieht die Urit. Ja, gut. Vielleicht muss ich mir mal da einfach Zeit für nehmen und mich da mal wirklich richtig reinlesen. Ich habe seltenst die Zeit dafür. Das Buchstein nehmen wir eigentlich mit. Können wir gebrauchen. Wo wir gerade hier sind. Mal ein bisschen ein paar Steinspitzhacken. So, das reicht eigentlich schon. Steinspitzhacke. Zwei Steinspitzhacken haben wir jetzt hier. Werkbank und Holz haben wir mit. Aber ordentlich. Naja, das reicht für einige Fackeln und einige Spitzhacken. Das geht uns jetzt da unten nicht mehr aus. Dazu so viel. Jo, weiter geht's. Unter Tage. Mal ganz schnell wieder runter. Wollen wir hier ein bisschen abgraben. Im Ernst, da ist die Kamera dreisterweise ausgegangen. Mitten in der Aufnahme. Da wollte ich gerade runtergehen. Da ging die Aufnahme aus. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Ich würde mal sagen runter. Erfahrungsgemäß ist runter hier in Höhen der bessere Weg. Ganz vorsichtig, dass wir hier nirgendwo reinfallen. Das sieht vielversprechend aus hier. Hoffentlich keine schlimmen Monster. Hier sehe ich Kohle. Und Gold. Alles mal ein bisschen ausleuchten, dass hier keine Sachen spawnen. Meine Höhle. Meine Schätze. Mein Schatz. Gollum. So. Hier mal abgebaut, da mal abgebaut. So, wieder ein bisschen Kohle. Kohle für den Zwerg. Muss ich aufpassen, wo ich hier abbaue, weil wir sind hier schon auf Lava-Ebene. Wenn ich nicht aufpasse, dann fließt hier auch ein bisschen Lava auf mich herab. Oder unter mir entlang, das dann hineinstürze. Eisen. Da gibt es Eisen, nicht viel, aber ein bisschen. Kohle gibt es hier ohne Maßen. Pling-di-ding. Da hat es geklingelt. Dass ich ein neues Level bekommen habe. Na, Eisen. Zack. Ist schon ein bisschen schwerer abzubauen. Gold schnapp ich mir. Muss unter Wasser atmen. Na komm. Oh, eine ganz Goldader. Muss zwischendurch mal auftauchen. Sonst wird das hier zum Verhängnis für mich. So. Tauch, Zwergi, tauch.
die neue Serie in Kika. Kinderkanal. Ja. Klingt fast so. So, auftauch. Untertauch. Und weiter buddel. Gold, 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 Gold. Das mag der Zwerge sehr. So, auftauch. Ha. Gerade so noch. Alles abgeerntet. Da gibt es noch was. Sieht sehr abgeerntet aus. Dann können wir hier mal weiter gucken. In die Richtung. Da so lang. Mal gucken. Hier vielleicht auch ein bisschen höher. Das war hier nicht auf dem Wasser lang. Oh. Spitzhacke kaputt. Weiter mit der. Oha. Was sehen meine müden Augen da? Oh, das hätte ich von meiner Spitzhacke mit einer Eisenspitzhacke abbauen müssen. Da wird es wohl Zeit für den Ofen. Da habe ich einen verkackt. Oh Mist. Hätte ich einen Kristall kriegen können. Einmal das hier. Ich habe mich hier so ein bisschen in eine Nische gepackt. Werkbank. So. Ein Ofen. Wo gab es den nochmal zu bekommen? Hier, Ofen. Sehr gut. Da packen wir mal Kohle rein und ein bisschen Eisen. Wird gerade so noch reichen für eine Spitzhacke. Eisen geht uns hier wirklich aus. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir da was finden. Magengrummel. Ja. Eisen, Popeisen. So, das Zeug wieder mitnehmen. Den Ofen. Und hier brauche ich meine Eisenspitzhacke. Sehr gut. Und da reicht es gleich für zwei. Nein, für zwei reicht es nicht. Drei braucht man dafür. So. Nein, dann nicht das Golderz wegwerfen. Das brauche ich noch. Das passt am besten gleich ins Inventar. Bruchstein. Ja, braucht man auch nicht. Haben wir genug. So, Fackel hier hin. So. Haben wir wieder eine Eisenspitzhacke. Brauchen wir Mineralien. Wertvolle Mineralien abzubauen. So, zack, dich nehmen wir wieder mit. Und weiter geht's. Kann es weitergehen. Eine Steinspitzhacken voran. Mit den Eisenspitzhacken. Die wertvollen Gegenstände abgegraben. So. Mal schauen, was wir hier unter Tage noch so finden. So, hier und da entlang. Dum, 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 dum. Da wird es wieder düster. Müssen wir eine kleine Fackel aufstellen. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So, so. Einmal gerade durch. In der Hoffnung, dass wir hier was finden. Wir graben uns eigentlich hier kreuz und quer durch die Landmassen. Ja, ich gehe vielleicht mal lieber zurück. Nimm die Fackel mit. Und geh mal woanders lang. Da ging es ja auch noch weiter nach unten. Vielleicht finden wir da was. Da müssen wir hier nicht in die Unendlichkeit graben. Können wir hier mal gucken, dass wir anderswo noch was finden. So, hier weiter hinab. Oh, da sehe ich auch schon die nächsten Schätze.
Immer weiter, ganz vorsichtig, aber immer weiter. Oh, wie kommen wir denn da hoch? Giovanni Maus-Style. Einfach runter. So, hier mal ein paar Fackeln. Gut ausgeleuchtet will es sein. Dann bauen wir uns hier hoch, oder was? Mit ein bisschen Andersit. Da braucht das schon. Oh, ich sehe da Grundgestein. Oder irre ich mich? So, hier mal freibuddeln. Und weiter hinauf. Hier gibt es was für mich zu holen. Ein bisschen Markt. Nur ein wenig. Ja, war es das hier? Das scheint Grundgestein zu sein. Da kann ich lange buddeln. Da kriege ich wohl nichts raus. Aber wir können versuchen, hier auf Grundgesteinebene weiter zu buddeln. Können wir hier mal gucken. Genau darauf müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in die Lava fallen. Zum Glück haben wir hier einen Fluss, der da hineinströmt. Das hatte ich vorhin erwähnt. Das Problemchen. Ganz vorsichtig. Da ist Kohle. Aber da ist auch ein Lavafeld. In der Nähe, wie es ausschaut. Ganz sachte, ganz vorsichtig. Jo. Ist gleich in der Kohle. Ist die Kohle gleich in Lava versunken. Sachte. Ja, ich will jetzt hier nicht am Ende des Parts da noch drauf gehen. Wir müssten jetzt hier fast am Ende des Parts schon sein. Behalte mal lieber die Stückchen Kohle hier, bevor wir hier unser Leben riskieren. Oha, da sind wir tief gerutscht. Hier mal rein, dass wir hier nichts riskieren. Oh, sachte. Nicht zu unvorsichtig abbauen. Das könnte einen bitterbösen Tod geben. Oh, da. Lava. Da Lava. Da noch mehr Lava. Zugefüllt. Mit Obsidian oder Grundgestein. Oh, ich ertrinke. Ja, ein guter Ort, um hier den Part zu beenden. In dieser kleinen Nische. Schauen wir mal, wie wir ganz vorsichtig im nächsten Part hier auf Grundgestein-Niveau weiter kraxeln. Oh, ich wollte schon Kohle sagen. Ein bisschen Gold. Das sehe ich doch gern. Ganz vorsichtig hier. Wir sind auf Grundgesteinniveau. Das ist immer im Kopf behalten. Sonst endet es tödlich. Ja, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ein weiteres Untertage-Level. In den Zwergenfrust. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Minecraft-Armor-Video mit dem Zwangfrost verpassen wollt. Hier unten auf Grundgestein. Riskant über der Lava spazierend. Ja, haut da rein. Man sieht sich. Bis dahin und ciao, ciao.